Samstag, 17. April 2021. Jesus sagte: Mein Volk, ich kam zu meinen Aposteln, als sie auf dem Meer gingen, und ich sagte ihnen: Ich bin es. Ich zeige euch, wie die Apostel für ihre Mission, mein Wort des Evangeliums zu verbreiten, auf mein jedes Wort und jede Handlung vertrauen mussten. Auch jetzt, meine Kinder, müsst ihr in Krankheit und Gesundheit auf mich vertrauen. Wenn ihr krank seid, bitte ich euch, eure Gebete zu verdoppeln und die 24 Glorie-Bi-Gebete zur heiligen Therese zu beten. Ich rufe den Heiligen Geist an, seine heilenden Gnaden auf euch zu bringen, und im Glauben werdet ihr geheilt werden. Jeden Tag müsst ihr volles Vertrauen zu mir haben, ob ihr krank seid oder nicht. Beten Sie weiter treu, und ich werde Sie heilen. Sie haben auch Freunde, die ebenfalls krank sind, also müssen Sie sie in Ihre Gebetsanliegen einschließen. Ihr habt viele Prüfungen in diesem Leben, aber der Kampf, um in eurer Arbeit am Leben zu bleiben, ist der Weg, wie ihr mir am besten gefallen könnt. Ich bin immer an eurer Seite, so wie ich meine Apostel auf dem Meer getröstet habe. Jesus sagte: Mein Volk, ich liebe euch alle so sehr, und ich höre alle eure Beschwerden. Denkt daran, wie sich die Hebräer über das Manna und das Fleisch beschwerten, das ich ihnen in der Wüste gab. Weil sie ein undankbares Volk waren, sandte ich Seraphschlangen unter das Volk, wo einige starben. Ihr wisst schon genug, um euch nicht über euer Essen zu beschweren. Ihr denkt, dass ihr jetzt leidet, während ihr auf meinen Sieg wartet. Ihr habt reichlich Nahrung, und ihr werdet von den bösen fortschrittlichen Menschen belästigt. Ich warne euch jetzt, dass diese Bösen euch bald mit Verfolgung prüfen werden, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Eure Prüfungen werden noch viel schlimmer werden, aber ich werde das Leben meiner Gläubigen in meinen Zufluchtsorten schützen. Setzt euren Glauben und euer Vertrauen in meinen Schutz und hört auf, euch darüber zu beklagen, wann ich meinen Sieg bringen werde. Übersetzt mit www.dpl.com/translator, kostenlose Version.